So, hallo Leute, heute möchte ich euch ein Spiel zeigen, das nennt sich Lunia Online. Ist ein actionbasiertes Dungeon-Rollenspiel. Ja, fangen wir einfach mal an. Ich bin hier gerade online gekommen und bin momentan bei der Charakterauswahl. Also haben wir zum ersten eine Iris, heißt sie. Spielt so eine Art Peitschenblades. Wenn ich jetzt hier nochmal anklicke, zack. Jawohl, sieht man schön. Dann Gaun, ein Spearman, Arthur, Ingenieur, spielt mit kleinen Türmchen aufbauen und. Dann er, alias die Heilerin. Dann haben wir hier noch einen Feuermagier, einen Warrior, der klassische Langschwertkämpfer, ein Rogue mit zwei kleinen Dolchen, ein Mr. Lime, den finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Hab ihn leider noch nicht hochgespielt. Dark Air, also spielt mit Darkness Skills. Einen Bounty Hunter mit Fernkampfwaffen. Dann haben wir natürlich noch den Eismagier, darf auch in keinem Rollenspiel fehlen, auf keinen Fall. Eine Puppenspielerin. Hier kann man noch die Kleidungsart wählen, um zu sehen, wie sie später aussehen könnten, falls man denn so weit kommt. Also das Kostüm sieht einfach mal legendär aus. Mit den kleinen Püppchen einfach nur geschmeidig. So, weiter. Krieg alias Paladin hat auch ein paar richtig starke Heilskills. Irene, die Bogenschützin. Auch Fernkämpfer. Und ein Fighter. Kämpft mit Hand und Fuß. Dann eine Double Wielder, also mit zwei Schwertern. Und eine Barde. Kann auch heilen, kann wieder Mana herstellen. So der typische Buffer, würde ich mal sagen. Fangen wir mal an. In diesem Spiel gibt es aber nicht das klassische System von wegen Tank und Heiler. Ist eben ein Action-Rollenspiel. Da läuft die Sache alles ein bisschen anders ab. Und zwar werde ich jetzt gleich zeigen. Mit meinem Bounty Hunter. Next. So, gehen wir erstmal in die Stadt. So, hier gibt es also in den meisten Dungeon-basierten Rollenspielen fängt man meistens hier so in der Stadt an. Die Stadt selber ist nicht relativ groß, also in der Mitte haben wir den Brunnen gerade gesehen und dann haben wir ein Weg nach oben, links und rechts ist jeweils abgesperrt mit dem Tor und dann geht es gleich in die Dungeon rein. Ja, fangen wir mal an. Also von der Stadt aus können wir gleich hier rein, in die Stages kann man aussuchen. Gibt viele Möglichkeiten. Wir nehmen mal das Myth, da kann man erst ab Level 70 hin. Ich bin 75, also passt das. Start Stage. In diesem Spiel, wenn man das erste Mal in eine Stage reingeht, gibt es den sogenannten First Load. Der dauert meistens etwas, ja, etwas ist übertrieben, ein bisschen länger wie das normale Laden. Er lädt schon mal alles vor, alle Stages, alle Charaktere beim First Load, damit es einfach bei den nächsten Malen, wenn man einen Dungeon betreten möchte, dass einfach alles schneller verläuft. So, fertig geladen, jetzt fangen wir an, da gibt es immer so einen kleinen Vorraum. So, gehen wir erstmal rein. Machen wir die Maus weg, so, auf geht's. Da kommen schon mal die ersten Gegner. Zack, zack, mit ein paar schönen Fernkampfskills kann man die schön weghalten, weil die machen auch echt gut Schaden. So. Alles aufsammeln, oder fast alles und weiter geht's. Zack, zack, zack. Das Spiel ist kostenlos. Das Spiel ist kostenlos, gibt aber eine sogenannte Item Hall, wo man sich auch Sachen kaufen kann, muss man natürlich nicht. Man kann sich auch alles erspielen, also so benachteiligt wird man nicht wirklich. Also kein richtiges Pay to Win. Wobei es natürlich wahrscheinlich einfacher wäre, sich alles zu kaufen, aber wir wollen ja Spaß am Spielen haben und nicht uns alles erkaufen.
Also ich habe jetzt auch schon gut Schaden kassiert. Muss ich jetzt langsam aufpassen. Jeder Charakter hat ein Skill Tree von 2 bis 3 Fachrichtungen sozusagen. Hier habe ich einmal Gatling, dann Granaten und Railgun. Ich bin jetzt eher auf Gatling gegangen. Die anderen habe ich auch immer jeweils 1-2 Skills. Ich habe mich jetzt für Gatling entschieden, weil das physischer Schaden ist. Da gibt es noch magischen Schaden. Das kann man dann später auch ausskillen. Und ja, man kann halt auch mehrere Richtungen benutzen. Muss nicht unbedingt jetzt auf 1 skillen. Dann laufen wir mal weiter. Nächstes Grüppchen. Ah, ich liebe es einfach in die Luft zu springen und den Dingern einfach schön in die Fresse reinzuballern. Zack. Also wie ihr seht, bin einfach nur Damage Dealer. Ich knalle die Dinger weg. Heiler ist einfacher, aber ist nicht nötig. Man kommt auch so durch. Man darf sich einfach nicht erwischen lassen. Aber ich wurde schon ein paar Mal erwischt. Aber ist jetzt egal. Ich komme auch so durch. Das ist nicht das Problem. Ein bisschen Übung und das Ganze läuft auch ohne zu sterben. Apropos Sterben, über meiner HP-Leiste seht ihr Herzen mal 2. Das ist pro Dungeon kann man 2-mal sterben. Also falls man stirbt, ist das nicht so heikel. Das Einzige, was dabei einem abgezogen wird, sind sind die Punkte. Und pro Run kann man Punkte sammeln und dann jetzt unten rechts seht ihr, ich habe zum Beispiel Rang S. Wenn ich sterbe, habe ich vielleicht Rang A und dann bekomme ich einfach schlechtere Belohnung. Jetzt sehe ich, meine Waffe ist abgelaufen. Ich habe gerade gar keine wirklich starke drin. Das ist jetzt natürlich echt scheiße. Und ja, okay, jetzt leuchten auch meine Waffen. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, was ist denn da los? Irgendwie wollen die nicht wirklich fallen und ich bekomme voll viel Schaden. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze jetzt abläuft. Ja, jetzt statt 3 Skills 2 Skills. Ja, das ist jetzt nicht so ganz gelaufen, wie ich es gerne hätte. Jetzt wird, glaube ich, der Boss extrem schwer. Aber egal. Wie schon gesagt, das wird schon irgendwie hinhauen. Ich habe ja noch 2 Leben. Also beim Boss kann ich noch 2 Mal sterben. Wird zwar Punkte abgezogen dann eventuell, aber mich stört das nicht. So, hier gibt es auch eine Ulti, sieht auch cool aus. Zack. Das war sie. Okay, nicht so wirklich spektakulär, aber hat was. Ja, ich sehe gerade, durch die schlechtere Waffe habe ich Einbußen an HP und MP von jeweils 2000. Ob das klappt, weiß ich nicht. Egal. Ist ja nur ein Gameplay, damit ihr seht, wie das Spiel circa abläuft. Ja, klappt trotzdem gut, alles mit 2 Skills. So, jetzt bin ich leider oben. Malpots habe ich jetzt natürlich auch keine mitgenommen. So, jetzt bin ich einmal gestorben. Rescript, jawohl, machen wir einmal. Jetzt bin ich wieder Full Life, Full Mana. Punkteabzug, aber ist mir auch egal. Ich will jetzt einfach nur schnell durchlaufen. So, nächstes Grüppchen. Zack, zack, zack. Also, die Monster sind relativ schlicht gehalten. Also kriegt man schön easy going down. Alles läuft hier geschmeidig. Ohne großen Aufwand. Ich bin jetzt hier solo drin. Wenn man jetzt mit 2 oder mehreren Leuten reingeht, wird die Dungeon dementsprechend auch schwerer. Wird dann aufgebaut auf 2-3 Spieler. So. Jetzt sind wir auch schon beim Boss. Passend zum Spiel heißt der Boss auch hier Lunia. Level 350. Easy going. Bei dem Boss muss man erstmal hier die Platten aktivieren. Manchmal 1, manchmal 2, 3. Wenn die aktiviert sind, erst dann kann man auf sie Schaden machen. Okay, auf geht's. Ja, irgendwie fehlt mir der Schaden durch die Waffe. Ja, okay. Ist trotzdem gut. Immer schön den Skills ausweichen, weil bei den Bossen ist es
ziemlich schmerzhaft. Ich glaube, die müssen mich nur zweimal treffen, dann bin ich schon hinüber. Am einfachsten ist es natürlich immer hinter den Boss zu laufen, da passiert meistens einem nichts. Aber selbst das fällt einigen schwer. Oh, jetzt bin ich in die Schussbahn geraten. Oh, oh. Und raus da. Jo, läuft. Zack, zack, zack. Noch zweimal drehen. Einmal und zweimal. Und weg haben wir sie. Jawohl. So, Quests gibt es hier natürlich auch. Zwei von viermal. Also zweimal muss ich sie noch killen. Dann habe ich eine Quest fertig. Ihr seht, so schwer war das nicht. So. Jetzt gibt es hier noch eine tolle Kiste für mich. Kann man aufsammeln, aufmachen. Ja, war jetzt nichts Spektakuläres leider drin. Ich habe noch eine Kiste. Nope. So. Ja, jetzt habe ich Rang A. Obwohl ich unten rechts S stehen habe, ist, weil ich einmal gestorben bin. Aber wie gesagt, ist relativ egal. Achievement habe ich auch freigeschaltet. Gibt es hier auch. Und zwar ganz, ganz viele. Ihr seht auch rechts neben meinem Namen dieses Zeichen mit den zwei Sternchen. Das ist der Rang vom Achievement. Das kann auch jeder sehen, was ich hier stehen habe. Und ja, man kann sich so ein bisschen betteln, sage ich mal. Es gibt hier auch PvP, wo man auch 1 gegen 1 spielen kann, 2 gegen 2, Gruppen gegen Gruppen, jeder gegen jeden. Ladder, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, geht auch nach Punkten. Also doch, natürlich, Ladder gibt es auch. Und zwar, wenn man rechtsklickt auf einen. Achso, jetzt kann ich nur Achievement. Ja, okay, bei mir muss ich C drücken, bei anderen rechtsklick und dann Show Info. Hier steht, lassen wir mal schauen, Ladder. Genau. Ladder 1500 läuft circa so wie bei WoW, wenn ihr das System dort kennt. Nach Rang, ich bin jetzt PvP Level 1, also ich habe noch gar kein PvP gemacht. PvP Level, also XP kannst du da auch haben. Win-Lose-Rate wird dir angezeigt. War Level, ich weiß jetzt nicht, was genau das ist. Ich glaube, das sind dann die größeren Kämpfe. Ja, hier seht ihr Stats und Pipapo. So, was gibt es hier noch zu sagen? Achievement Points kann man hier sammeln. Wie gesagt, es sind ziemlich viele Achievements. Manche dauern auch sehr lange. Jo, ich hoffe mal, euch hat es gefallen und ich hoffe, man sieht sich mal in Game. So, bis dann, euer Rednecks. Ciao.